Ketopause Tag 2. Wir sind zu viert und haben uns alles geteilt. In Georgien wird meist alles einfach in die Mitte gestellt und jeder teilt sich alles. Als Vorspeise gab es frisches Brot, den typischen Gurken-Tomatensalat mit kachetischem Öl, frischen Kräutern und Zwiebeln. Dann einmal Chicken Kebab und einmal Lamm Kebab. Der Kebab wird meist in Lavash eingewickelt, das ist ein flaches Fladenbrot. So bleibt er übrigens auch länger warm und dann packst du da Zwiebulka-Soße und Chili rein. Du kannst das einwickeln und mit den Händen essen oder klein schneiden. Na hör mal, was war das denn? Dann gab's Lachs auf Spinatbett mit Gemüse und Zitrönchen und ich hatte Hähnchen in grüner Tkmali-Soße. Die wird aus wilden Sauerkirschpflaumen hergestellt und ich bin in diese säuerliche Soße absolut verliebt. Leider ist sie aber nicht keto geeignet. Dazu gab's Kartoffeln und Pilze mit Zwiebeln und danach gab es auch direkt ein Dessert für alle. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich da noch Kopfschmerzen hatte, die Antwort ist ja.